Warum hänge ich mir Sachen an die Wände? Ich umgebe mich gern mit Bildern und Eindrücke. Und wenn man rausgeht, kriegt man auch so viel mit an Eindrücken und Farben und Emotionen und allem Möglichen, aber man kann es nicht festhalten. Und ich finde, in meinem Zimmer, wo ich ja dann auch den Rest des Tages quasi verbringe, kann ich sowas dann festhalten und irgendwie für mich mitnehmen. Es ist ein sehr trauriges Einhorn. Und zwar ist das Einhorn namens Vogelweide aus Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär von Walter Mörs. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Und das Leben dieses Einhorns besteht daraus, dass es den ganzen Tag traurige Gedichte über traurige Einhörner schreibt, die auch alle Vogelweide heißen. Das fand ich sehr lustig. Und das Bild ist auch sehr schön, was dann im Buch ist. Und dann habe ich mir das auf eine Leinwand gemalt und dann dachte ich, das hänge ich mir jetzt übers Klavier. Man wird ja erwarten, übers Klavier hänge ich mir jetzt ein Porträt von Mozart oder, weiß nicht, so ein Elchkopf-Replik. Und da dachte ich, ein trauriges Einhorn ist doch auch ganz witzig. Ich habe angefangen mit Schallplatten zu basteln. Man kann die nämlich in den Backofen tun und dann werden die weich und dann kann man daraus so Schüsseln formen. Und das habe ich irgendwann mal gesehen und dann irgendwie einen Schallplattentick bekommen und mir auf dem Flohmarkt mehrere Schallplatten angeschafft, obwohl ich auch gar keinen Schallplattenspieler habe, eben echt nur zum Basteln. Und dann habe ich diese Uhr daraus gemacht, die Singleplatten, weil die ja nur so ein kleines Loch haben. Die wollte ich eigentlich erst als Bilderrahmen nehmen, aber das hat dann nicht funktioniert und dann habe ich die trotzdem an die Wand gemacht und die Postkarten dann drumrum gesteckt, dass das aussieht, als würden die halten. Vielleicht ist das sogar eine Wechselbeziehung zwischen mir und den Wänden. Manchmal, wenn ich was ausdrucken will, dann kommt das dahin, aber auch wenn ich was empfangen will, dann kommt das daher. Vielleicht auch, weil es gerade so eng hier ist und so klein.